Ah, danke. Ich guck mal eben. Lol. Was hat der Dad bekommen? Nix. Okay, mach den Ofen an. Nee, das ist kein Ofen. Okay, pass auf. Wow, was ist das denn? Warte, ich will auch kommen. Leg da mal rein. Was ist Ist das das denn? der Blast Furnace? Ne, Nee, leider nee. nicht. Da kannst du dir jetzt Disketten machen und auf den Disketten kannst du Crafting-Rezepte speichern und dann kannst du die Crafting-Rezepte in dem MMI-System einfach nur anklicken und sagen, der soll dir 64 davon craften und dann macht er dir das. Ach, sofern Material da ist. Genau. Cool, dann mach mal für Bücherregale was rein. Ja, warte. Ich bring dir das gleich mal bei. Ja, wäre cool. Ja, dann wäre ich auch gerne dabei. Wenn ich das lerne und für mich verwenden kann, meinst du? Cool. Nee. Wenn du das lernst und den Heikos trotzdem machen lässt. Wir wollen ja nicht übertreiben. Und Ach. ich habe schon meine Silikonzellen da rausgeholt, weil ich dachte, jetzt kann ich blasten. Blasfurnissen. Hast du noch ganzes Glas-Set? Nee. Ah. War hier nicht hinten was in dem Ofen? Guck mal. Ach ja. Cool. Warte, ich nehme mal meine Stones da raus. Oh, erstmal zu hier. So. So. Okay, du hast wohl jetzt eine Diskette gebaut. Genau, ja. Das ist dein Diskettenbeschreiber. Und, Ah, jetzt war ich da Crafting-Rezept rein? Ohne Warte, Diskette, ne? ich komm auch mal eben hier rüber. Haben wir denn Disketten? Ich habe gerade eine gemacht, ja. Okay, dann hole ich mal Ups. aus Oakwood und Braucht man denn Books. für eine Diskette so? Nur ein Electric Furnace. Blast Furnace. Achso, du packst quasi rechts die Diskette rein und links machst das Rezept, ne? Jo, genau. Ist die Diskette drin? Nee, warte, die hab ich gerade. Hast du das Rezept schon drin oder nicht? Warte, ich gebe mal dir. Warte. Du hast jetzt die Diskette, Pillar, ne? Encode. Ach, kann ich da Also. mehrere Sachen drauf speichern? Nee, immer nur eins. Gut, jetzt habe ich die Diskette. Wo tue ich die hin? In das komische Ding hier hinter dir. Und da ist jetzt dein Bücherregal. Und wenn du jetzt hier hingehst, dann kannst du da Bookshelf eingeben oder so. Oder wie heißt das? Ja. Was ist Bookshelf? Wie heißt es denn? Ja, Bücherregal. Wahrscheinlich Deutsch. Weil zeigt auch so an. Na, ich hab Bookshelf Ah, drin. nee, warte, das ist. Das Teil ist ja noch nicht mit dem System verbunden, deswegen geht's nicht. Achso, muss erst mal ein Programm schreiben wahrscheinlich, ne? Nee. Warte. So, jetzt kannst du Bookshelf eingeben. Und dann steht da Craft neben dran. Bookshelf. Ah, jau. Dann kannst du dir sagen, wie viel er machen soll und ja, dann macht er dir das. Alle! Ma, warum platziert er denn so Mongo hier, ey? Und wenn du jetzt hier rechts reinguckst bei dem Ach, ja, cool. Crafting-Monitor, dann zeigt er dir an, wie viel er gerade macht. Ich sehe schon generell hier in dem Terminal. Aber jetzt haben wir kein Holz mehr wahrscheinlich. Genau. Steht es auch, also bei dem Monitor zeigt er dir an, was dann fehlt an Items. Ah, für die restlichen 21 im Grunde, ne? Genau. Okay. Aber wenn ich Wood eingib. Da zumindest ein bisschen Oakwood drin. Warte, ich zerlege da mal eben. Wood. Muss ich Also du wieder. kannst. What? What? Müsste drin sein. Ja, du kannst jetzt zum Beispiel dann noch, ja, wenn du Oakwood Planks haben willst, dann, oder? Jetzt musst du auf das Item klicken, dann macht er weiter. Ah, gut. Also du kannst da alles einspeichern. Du kannst auch das Rezept für Sticks einspeichern oder sowas, wenn du willst. Ne, ich will da was anderes drin haben. Ach so, dann macht der von vorne an auch alles am Craften. Ja, genau. Also, ja. Also wenn ich da ein Circuit rein tue, dann bastelt der mir da voll das Ding zusammen. So. Der macht dir Refined Iron dann und Copper Cable und Rubber und Ach alles so, Mögliche. sofern die Dinger drin sind alle, ne? Genau. Sehr gut. Oh, boah, wir haben 274 Stone Bricks. Geil. Geil, Stonebricks. Für die ganzen Stonebricks. Mila kann fliegen.
Wie die Sonne über Fuji. Ja, genau. Jetzt baut er das Computersystem zu. Was ist denn mit der Kühlung, Mann? Ja, das wird schon gekühlt. Durch die Anwesenheit von Luft, ne? Die Anwesenheit. Hallo. Boah. Hallo. Können wir das Glas nicht beleuchten? Däh. Ah ja, hier müssen wir die Decke ein runterziehen gleich, ne? Wo? Also hier, oben. Oder wir machen alles aus diesen Stone Bricks. Weil das ist meine Zimmerdecke oben drin. Ach so, okay. Also mein Boden ist oben zu sehen, sag ich mal so rum. Ah so. Weißt du, was ich meine? So. Ja. Weißt du das? Nee. Das muss natürlich gucken, wo ich das hinbaue, damit jeder Ochse da auch mal dran kann, weißt du? An den Verzauberungstisch? Ja, genau. Ich meine, ich bin ja nicht so ein Arsch, so. Ich baue den jetzt einfach mal hier rein. Es war ein bisschen übertrieben so, aber ich dachte, wenn er Treppe hochkommt, könnte er dann so rein. Ausnahmsweise mal, weißt du? Boah, ey, wie scheiße der immer die Dinger platziert hier. Müsste noch gucken, dass er meine 74 Sentries hier umgeht, aber das, ansonsten ist das kein Ding. Ma, was soll er denn? Komm, Peter, mach mal nützliches und hilf mir mal hier die Brücke weiterzubauen. Ich mach doch gerade den Verzauberungstisch. Ja. Ich schwör. Ich schwör, Walla. Will ich aber hoffen. Ja, also, kannst du dir gleich angucken. Ich hab was für dich. Level, hast du Erfahrungsfläche für mich? Nee, ich hab's nur ein Geschenk. Ein Geschenk? Was denn? Dankeschön. Was hast du denn da? Gerätschaften, die mir helfen werden, mich zu entfalten. Okay. Dann ist okay, ne? Ich werde mir einfach heimlich das übelste Pornoschwert zusammen craften, womit ich mit zwei Schlägen töte, so irgendwann, und dann grab ich alles ab. Wird schwierig werden, wenn ich meine Rüstung anhab. Nee. Oh yeah. Nein, ich kenne den Weg, Peter. Glaub mir. Und vor allen Dingen, wenn ich mein anderes Schwert noch hab, dann kann ich dich immer so davon wehen. Das ist auch Latte. Das bringt dir alles nichts. Oh yeah, Baby. Sorry, aber... Ist vorbei, meinst du? Ja, ist vorbei. It's over, Peter. It's over. It's over. Uncrafting Table habe ich auch noch. Cool. Uncrafting Table. Was macht der nochmal? Der recycelt. Oh, sorry. Was passiert? Ist den Heiko geschlagen, volle Lutsche wieder? Kein Wunder, dass der dir nichts baut. Nur mir. Guck mal, der Ted baut wieder irgendwas. Nö, das stimmt gar nicht. Du pfeifst nur so, ne? Ja. Ich pfeif immer noch. Ich pfeif doch gerne mal nur so. So, hier ist jetzt gleich die Verzauberungskammer. Die Verzauberungskammer. Das war nicht so pornös, wie ich eigentlich dachte, aber es ist okay. So pornös, wie ein 3x3-Raum halt sein kann, ne? Ja, eben. Größer ist der auch nicht. Oh. Haben wir noch eine altertümliche Lampe, die da oben rein kann? Eine altertümliche Lampe? Kann ich keine bauen? Lamp. Boah, es nervt so hier, diese Brücke zu bauen, ne? Weißt du erst, komm, lass eine Brücke bauen. Ja, aber ja, eben, komm, lass uns, heißt das quasi, lass eine Brücke bauen. Oh, Entschuldigung. Und jetzt, weißt du, jetzt habe ich das Ding gleich alleine fertig mit diesem Hirnfick, ey. Boah, weißt du, du kriegst immer eine Preview davon, wie die Stufe dahingelegt wird, weißt du, und dann klickst du, dann steht sie doch hochkant da. Ach so, ja klar, weil diese tollen Panels so sind. Deswegen dachte ich, bauen wir die da raus. Ja, du Arsch, ey. Haben wir Kakaobohnen? Ich glaube fast nicht, aber wofür brauchst du das denn schon wieder? Für braunes Glas, für Licht. Oh. Weißt du, er baut sich da schon wieder so eine Gourmetlampe zusammen. Eine Gourmetlampe. Ich habe irgendwie Glas aufgehoben, soll ich einmal eins setzen? Ja, ich hab jetzt keins mehr. Eins habe ich noch, warte. Yeah, what's cool. Okay, ja, das hat uns vorangebracht.
Ich habe das Gefühl, aber dein riesiger Tunnel, der macht, dass er bei mir leckt. Ja? Also bei mir leckt das jetzt gar nicht mehr. Okay, Baby. And that's good, good. Wir haben keine Kakaobohnen. Nee. Soll ich dann dunkelbraunes... Ne, Koko... Ach, Koko-Abin. Koko. Oh, 4 Stück? Awesome. Ich nehm 2 mal da raus, weil ich dachte, wir brauchen noch was. Was brauchen wir denn noch? Lalala. Boah, ich sehe aber gerade, in diesem Computer kannst du richtig sehen, was du schöne Sachen hast, so. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, der ist halt alles in einer Kiste, ne? Eben. Hui. Obwohl ich es ein bisschen unübersichtlich finde, muss ich sagen. Aber wenn ich einmal dran gewöhnt hast, dann fluppt das so. Ja, glaube ich auch. Nee, glaube nicht. Oh, das wird immer scheiße. Das ist neu, das ist scheiße, oh. Peter. Ich bin reingefallen. Kiste. Heiko, baust du wieder um, das gefällt mir nicht. Das ging doch auch früher so. Ich hab bei die ganze Zeit so. Was denn? Ja, der klickt halt. Ja, weil ich jetzt halt die Sachen rausklicke hier aus dem Macerator. Ach, fuck. Hier, guck mal. Ich brauch Glaspedal. Ja, bitte? Ihr habt jetzt beide ein unendliches Inventar bei euch. Okay, Ender Pouch. Ender Pouch. Wie mache ich die nochmal auf? Rechtsklick. Dann nimmt er die bei mir in der Hand. Wenn du rechtsklick machst? Ja? Ja? Du musst ja auch, also du musst in der Hand haben und rechtsklick machen. Ah, okay. Boah, jetzt hätte ich fast eine Falschrummelampe gebaut. Ah, so. Alle Klärchen. Ich brauche keine Inverted. Ich brauche eine Inverted Lamp. Inverted. Ja, ist besser, ne? Ja, die ist dann immer an, ne? Ja. Warum gibt's die in echt eigentlich nicht? Ja, wer voll die Energie ersparen ist. Ja. Wollt ihr mitkommen? Ihr habt ihr Level? Dann könnt ihr was verzaubern. Ich hab Level 13. Heiko und du? 11. Verdammt. Sollen wir vielleicht nachher nochmal eine Tour machen, auf jeden Fall. Ja, in den Twilight Forest. Ja, ich brauche noch 12 Level, 100%ig. Dann hast du Level 100, ne, und verzauberst deinen Stab damit, ne? Ja, es gibt eine Möglichkeit, dass der Stab halt sich immer auflädt von alleine. Okay. Guck mal, wie es hier aussieht. Dazu brauchst du wahrscheinlich unendlich viele Sachen, ne? Also wenn ihr wollt, könnt ihr in meine Verzauberungsecke reinkommen. Nee. Die ist cool. Nee. Na, warte, das kommt woanders hin. Was sollen wir denn da rein? Weil wir können gleich eigentlich schon. Ja, ja, können wir auch gleich. Guck mal bitte in den Induction Furnace. Siehst du das auch, dass da so ein blauer Streifen ist? Nee. Okay, das ist Bug, alles klar. So, was wollte ich denn hier? Das wollte ich hier reinheizen. Mein Gott. Was denn? Wie das hier aussieht. Ich habe ein paar Hängeregale. Machen wir noch das dran und hier noch eine Fackel rein. Ja, das ist cool. La la la, ich mach mal wieder Barren, ne? Natürlich. Ihr macht ja keine Barren. Das sollte nicht wie ein Vorwurf klingen, es war einer. Achso, okay. Dann habe ich ja nichts gesagt. Okay. Ja, dann sind wir aber klar, ne? Passt schon. Okay, ja, gut. Oh, ich kann nichts mehr aufheben. Ich schmeiße erstmal den Redstone hier. Lalala. Was machst du da? Oh, fuck, falsch rum. Was machst du da, Peter? Schwein. So, so ist auch schön. So ist wundervoll. Thanks anyway. So, ich habe auch nochmal hier über 80, ja fast, ne, mehr als 100 Eisenbarren gemacht. Damit der Peter seine außergewöhnlichen Sachen bauen kann. Sehr gut. Oh Mist, die ist anders.